So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meines Dwarf Fortress Anfänger Guides. Ich darf euch herzlich willkommen heißen und so zu diesem heutigen Part. Ja, ich habe für heute hauptsächlich zwei Dinge geplant. Also, zum einen habe ich jetzt mal wieder hier also, ihr seht es nicht, aber so also off-camera liegt hier mein schlauer Block mit lustigen Dingen, die ich mir da notiert habe. Aus primär dem Grund, dass wir heute mal wieder ein paar Zwerge benennen dürfen. Das ist das eine, was ich für heute geplant habe. Und ansonsten habe ich mir auch ein paar andere lustige Dinge noch aufgeschrieben, die wir noch nicht gemacht haben, sag ich mal. Oder die ich noch nicht gemacht habe in meinem Anfängerguide hier, die noch anstehen. So Dinge, die man noch erklären könnte, die noch ganz interessant sind. Und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, wir fangen heute erstmal damit an, würde ich sagen, dass wir ein paar Zwerge benennen. Ich glaube, ich komme sogar durch meine komplette Liste, die ich aktuell noch offen habe, eventuell sogar komplett durch. Wir haben nämlich relativ viele Migrants gekriegt in der letzten Migration-Welle jetzt hier. In der neuesten, letzten, whatever Migration-Welle hier. Viele Kinder leider. Aber so ist das halt. Und dann würde ich sagen, steht ansonsten für heute noch an, dass wir uns mal Folgendes anschauen. Ich gucke gerade, wo ich es mir genau hier aufgeschrieben habe. Steht auf jeden Fall auch irgendwo hier auf meiner Liste. Nämlich, genau, der getrappte Invader-Eingang. Das gucken wir uns heute auf jeden Fall auch noch an. Das sind die beiden Dinge, die für heute anstehen. Ich habe übrigens auch das mit der Glasindustrie auf meine Liste draufgeschrieben. Das habe ich ja in den letzten ein, zwei Parts schon mal gesagt gehabt, dass wir das auf jeden Fall noch tackeln werden und uns noch angucken werden. Sobald wir hier an Glas rankommen, was aktuell nicht möglich ist, da wir noch keinen Sand gefunden haben und wahrscheinlich auch nicht finden werden. Also irgendwie, ich weiß nicht, es kommt mir irgendwie nicht wirklich wie ein Embark vor, wo wir jetzt großartig viel Sand finden werden. So ist halt so ein, weiß nicht, kein sehr sandiger Embark, vielleicht unterirdisch irgendwo, wenn wir Glück haben. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen, wie bereits gesagt, erstmal an damit, dass wir ein paar Zwerge jetzt hier benennen werden, nach Leuten, die sich das gewünscht haben, natürlich. Auch ihr könnt lieben gerne eure Namen in die Kommentare reinklatschen, dann benenne ich vielleicht auch nach euch einen Zwerg hier, lieben gerne. Also das heißt vielleicht, also das mache ich dann, ihr schreibt mir einfach den Namen und meinetwegen noch gerne, was für ein Zwerg genau, und dann versuche ich mich da möglichst dran zu halten. Aber gut, ich würde sagen, wir legen mal los und das machen wir jetzt. Für die von euch, die es nicht sehen wollt, ihr könnt lieben gerne einfach ein Stückchen da vorne skippen quasi. Ist gar kein Problem. Aber das mache ich jetzt noch eben kurz, oder was heißt, das mache ich jetzt noch eben kurz, ich mache das jetzt quasi wie gehabt im Video, sodass ihr hier schön eure Zwerge hier quasi direkt betrachten könnt. Ist das hier ein blonder Zwerg? Bist du ein blonder Zwerg? Ich weiß nicht, dass wir einen Namen haben, der soll auf einen blonden Zwerg am besten. Bist du blond? Wo sieht man das denn hier? Also es sieht mir blond aus. Ich tue jetzt einfach mal so, dass das hier ein als ob das jetzt hier ein blonder Zwerg wäre. Steht das hier irgendwo? She tends to think, blub, has an active. Kann man das nicht irgendwo hier sehen? Overview. Wo sieht man die Haarfarbe? Bin ich gerade doof? Oder? Irgendwo steht das hier normalerweise. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre es ein blonder Zwerg, auch wenn es keiner sein sollte, weil das sieht mir schon sehr nach einem blonden Zwerg aus hier. Ich bin ein bisschen sehr weit rausgezoomt, merke ich gerade. Ich zoome mal wieder ein bisschen rein. So, und ich glaube, den blonden Zwerg, dem sollten wir folgenden Namen geben. Nämlich Zitrone, glaube ich. Was irgendwie passend ist, schätze ich mal. Wo haben wir denn den Namen hier? Das war irgendwie relativ weit unten in der Liste. Na, wo haben wir denn hier die Zitrone? Ich weiß es nicht, schau mal. Irgendwo auf meiner Liste müsste hier eigentlich stehen, der Name. Ich nehme mal kurz hier den schlauen Block etwas näher an meine Augen, damit ich hier den Namen finde. Da oben. Ja, da oben steht. Genau, Zitrone. Nicht, dass ich jetzt hier irgendeinen Quatsch mache. So, das ist die Zitrone. Ich weiß gar nicht, was ich mir gezeigt habe. Habe ich die Traits, Values, Preferences. Ich gehe einfach einmal durch jeden Tab durch. Ich mache es einfach mal so. Dann könnt ihr einfach einmal kurz das Video pausieren, wenn ich auf dem entsprechenden Tab bin. So, den Namen haben wir schon mal. Danach haben wir den Lukas Grigo. Ah, wir haben hier mehrere Animal Caretaker. Ich würde sagen, dann bist du nämlich der Animal Caretaker Mensch oder Zwerg. Ich hatte nämlich einen, der mir gesagt hat, dass er doch bitte Tiertrainer werden möchte. Und zwar war das der Mercanto, glaube ich. Genau. Oder ein Mericanto war es, glaube ich, ne? Mericanto war es. Tut mir sehr leid. Der Mericanto, das ist unser Tiertrainer. Wunderbar. Übrigens für die von euch, die gerade neu dabei sind und sich generell gerade wundern, was geht hier gerade ab und so weiter und so fort, ne? Also da war übrigens hier deine Eigenschaften von deinem Zwerg, die sich gerade wundern, so, ey, was ist das hier, warum hast du schon so eine große Festung? Das ist logischerweise nicht Part 1, das ist Part 9, 10, ich weiß nicht. Da oben erscheint jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie so ein Link zu meiner Dwarf Fortress Anfänger Guide Playlist. Da liebend gerne einfach einmal vorbeigucken. Das ist jetzt übrigens der Lukas in Grigo. So, ich hoffe, ich habe das nicht falsch geschrieben. Ich glaube nicht. So, ach so, nein, Gott verdammt, ich habe vergessen. Ich habe verdammt nochmal vergessen, hier das hier zu zeigen, aber das geht ja gar nicht, dass ich euch hier nicht zeige, wer ihr hier seid in der Festung. Ja? Aber ja, da lieben gerne einmal draufklicken und dann einfach auf Part 0 oder auf Part 1 klicken, je nachdem, ob ihr schon embarkt seid oder nicht. Wenn ihr noch nicht embarkt seid, auf Part 0, da erkläre ich euch, was man da so beachten kann, und auf Part 1 erkläre ich euch entsprechend dann nach dem Embark, wie man da loslegt. Ich werde jetzt mal diesen Namen nicht vorlesen. Aus YouTube-Gründen. Ihr könnt ihn gerne selber lesen. Diesen Namen werde ich jetzt nicht vorlesen, sondern nur, einfach nur eingeben.
Aber diesen Namen hat sich auch jemand gewünscht. Dann sind wir hier wo sind wir denn hier? Beim Domas Zekwuk. Ein Beekeeper haben wir jetzt hier auch. Domas Tattooed Lands, anscheinend eine tätowierte Zwergin. Sieht aus wie ein Zwergin eher. Okay. Und du bist dieser Zwerg hier. Swizzle. Das ist deine Persönlichkeit, deine Values, deine Preferences. Wunderbar. So. Dann machen wir weiter mit Nishlushongu-Guzil. Okay. New Arrival. Ein Koch. Hier du schon mal hier erstmal die Tabs durch. Und dann bist du. Ach, ich. Okay. Ich hoffe, ich habe noch einen Beekeeper. Ich hoffe, ich habe noch einen Beekeeper. Ich gehe jetzt mal hier etwas durcheinander alles durch. So, das bist du. Bitte schön. Weil sich jemand gewünscht hat, Beekeeper zu sein. Ich glaube, ich habe leider nur einen Beekeeper hier. Lead Beekeeping Demonstration. Wir nehmen mal diesen Herbalist hier, weil der ist ja wahrscheinlich auch hier mitten in der Pharmaguild drin. Dann wird der vielleicht auch zum Beekeeper. Wir tun mal so, als wäre das hier ein Beekeeper. Der wird aber nur zum Beekeeper. Wie gesagt, also die Farmer lernen jetzt alle gegenseitig voneinander. Das habe ich in der letzten Folge erklärt. In der letzten Folge habe ich ja erklärt, dass die in diesen Gilden voneinander alle lernen. Unter anderem auch so Skills wie Beekeeping und sowas. Da jetzt in dieser Gilde anscheinend ein Beekeeper dabei ist, wird er jetzt den ganzen anderen Freunden von seinen tollen Beekeeper-Erfahrungen hier bald erzählen. Zumindest ist das meine Hoffnung, damit ich jetzt hier damit wegkomme, dass derjenige, der sich hier den Beekeeper gewünscht hat, jetzt nicht der Beekeeper geworden ist. Und so. So. Ein Kampfzwerg. Ne, den überspringen wir erstmal. Einen weiblichen Zwerg. Das sieht mir auch nicht aus dem Weib, oder? Schi, das ist ein weiblicher Zwerg. Doch, okay. Ich hoffe, ich hoffe, der gewünschte Name war Deli und nicht Dali. Ich glaube aber, es war Deli. Ich bin mir relativ sicher. Kann er gerade mal wieder meine eigene Sauklaue nicht entziffern und so. Dann haben wir hier dich noch, den Potash Maker. Das wird jetzt ein bisschen dauern, es sind ein paar mehr Namen diesmal. Potash Maker ist tatsächlich potenziell ein Militärzwerg. Deswegen, du bist jetzt hier der Enno. Der Enno wollte gerne Kampf- bzw. Militärzwerg sein. Ein Woodworker haben wir als nächstes. Ach, den Enno habe ich jetzt gar nicht gezeigt immer. Wo ist denn hier der Enno? Steht der nicht irgendwie hier drin? Ich dachte, irgendwie, der steht da jetzt hier. Oder ist er da? Ne, ich weiß nicht. Wo haben wir den Enno? So, zack, Enno. Zack, zack, zack. So, wunderbar. Gehen wir hier mit dem Spinner. Mit dem Spinner hier machen wir weiter. Oder haben wir irgendwo hier einen Woodworker? Ich glaube, wir haben leider keinen Woodworker. Ja, tut mir leid, du bist jetzt hier. Ich mach dich mal zum Kind. Derjenige, der jetzt hier Woodworker werden wollte, der wird jetzt einfach als Kind eingeteilt. Vielleicht denke ich das später daran, mache ich zum Woodworker. Ich habe leider gerade. Ich habe gerade. Slow to hate, okay, interessant. Ich habe gerade leider keinen Woodworker-Zwerg jetzt hier dabei. Den ich jetzt hier nach dir benennen kann. Sonst hätte ich es gemacht. So, dann machen wir mal weiter. Wir sind fast durch, keine Sorge, liebe Freunde. Wie gesagt, wenn nicht, können wir einfach ahead skippen, ne? Vorwärts skippen. Gar kein Ding. Der Spinner hier, der Spinner. Das ist der Skull, glaube ich. Ne, der Skull mit 2 A. Der Skull, so. Nicht der Skull, der Skull. So, und dann sind wir fast durch. Wir haben jetzt noch MJ. Den MJ. Und zwar, der MJ, wer ist denn der MJ? Du bist der MJ. Der MJ ist jetzt unser Mechaniker anscheinend. MJ, der Automechaniker oder der Zwergenmechaniker, weil Autos haben unsere Zwerge natürlich nicht. So, bitteschön, einmal der MJ. Dann haben wir noch, ich glaube, Milu. Ich hoffe, ich verlese mich da gerade nicht. Militärzwerg. Haben wir hier noch irgendein Militärzwerg frei? Hammer. Ja, das sieht schlecht aus. Ich glaube, der Milu wird leider erstmal ein Kind sein und dann vielleicht später zum Militärzwerg werden. Die ganzen Erwachsenenzwerge habe ich jetzt alle schon benannt, leider. Schauen wir mal, du hier. Du bist der Milu. Du bist der Milu, habe ich beschlossen. Oh, der hat aber einen militärischen Namen, habe ich gerade gesehen. Ingis Road Murder. Straßenmörder, okay. Ein militärischer Name, würde ich sagen. Hat zumindest mit Mord und Totschlag zu tun. Kommt so grob hin. Der nächste Name hat überhaupt nicht mit Mord und Totschlag zu tun, übrigens. Da habe ich hier schon mal voran. Und zwar der nächste ist nämlich ein Zwerg, der den genauso tödlichen Namen wie der Milo kriegt, nämlich den Namen Schnuffi. Zahn Oldbridge. Das ist der liebe Schnuffi. Der das Schnuffi. So, und dann haben wir noch, ich glaube, einen Namen. Genau, einen letzten Namen noch. Dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann sind wir erstmal durch. Tatsächlich habe ich dann ein paar Zwerge, die es keinen Namen haben werden. Aber es werden alles Kinder sein, glaube ich. Da wir jetzt tatsächlich durch die Namen erstmal durch sind. Soweit. So, der Dindor ist das nämlich. Die Dindor, anscheinend. She has. Also anscheinend eine die. Wie gesagt, ich werde es hier nicht pausieren. Das könnt ihr alles.
Ihr könnt selber pausieren, wenn ihr von einem bestimmten Zwerg die Daten quasi lesen wollt. Und damit würde ich sagen, legen wir jetzt los mit dem eigentlichen Inhalt des Videos quasi. Nämlich in unserem militärischen Verteidigungsgang. Genau. Ich bin gerade am gucken, wo wir den genau hinplatzieren werden. Denn das ist als weiches Material. Silty Claywall. Idealerweise wollt ihr das irgendwo hinbauen, wo keine weichen Wände und kein weicher Boden sind. Ich habe gerade nicht mehr genau im Schirm, warum das war. Doch, ich weiß, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade nicht mehr genau auf dem Schirm, warum das so war. Es ist mir gerade, literally ist gerade eben wieder eingefallen. Der Grund dafür ist dieser hier. Wenn wir hier mal kurz auf Set Walls, Moving, Engraving und so weiter gehen. Wir gehen mal kurz unter Tage irgendwo. So, hier haben wir Stein. Ne? Wenn ich jetzt hier diese Wand sage, smoothen, dann haben wir hier diese Smoothing Designation und die soll jetzt gesmoothed werden. So, die entferne ich jetzt erstmal wieder, weil ich das nicht smoothen möchte. Das war also zum Beispiel. Wenn wir jetzt aber hier bei einer Silty Clay Wall zum Beispiel hingehen und sagen smoothen, seht ihr vielleicht, da passiert nichts. Ja? Also mein Designation-Icon ist sowieso durch diesen Mod, den ich installiert habe, ist das so ein bisschen transparenter. Aber wie ihr seht, hier entsteht auch kein transparenteres Icon. Also wenn ich jetzt hier mal ein paar Ebenen runtergehe, hier nehmen wir mal die Steinwand hier, da ist definitiv hier ein Icon drüber jetzt. Und das entsteht da nicht. So, und der Grund, aus dem wir Wände smoothen wollen, also spezifisch Wände, der Boden ist nicht wichtig, aber die Wände sind extrem wichtig, ist, dass es nicht nur, oder was heißt nicht nur, ist, dass es halt nicht um Smoothing geht, sondern es geht um diesen Button hier. Ne, um diesen Button hier, sorry. Carve a gap in a smooth wall to allow your archers to fire upon invaders. Das ist der Grund, aus dem wir Wände smoothen können wollen quasi. Denn wir wollen Wände haben, wo wir quasi diese Fortifications quasi reinkarven können, beziehungsweise wo wir quasi Schießscharten reinkarven können, damit wir von außen auf unsere Angreifer, die ja in unsere Festung rein wollen, damit wir da reinschießen können, ohne dass wir uns aktiv in Gefahr begeben müssen quasi. Das ist quasi so der Hintergedanke dahinter. Deswegen ist diese Ebene hier zum Beispiel dafür nicht geeignet. Weil hier wird alles, also wie wir hier sehen, das hier ist Silty Clay Wall, das hier ist alles Clay Wall und Loam Wall und hast du nicht gesehen. Das ist es nicht, aber. Das ist es nicht. Damit sie eine Ebene weiter runtergehen, sehen wir hier schon, hier haben wir Gypsum Wall. Also hier, das wird es zum Beispiel schon eher anbieten dafür. Diese Ebene. Und die Ebene weiter oben wahrscheinlich auch nicht, ne? Die Ebene weiter oben hier ist auch alles Loamy Sand und Clay und hast du nicht gesehen. Demnach werden wir das Ganze, also theoretisch gesehen, ne? Demnach werden wir das Ganze anders bauen. Theoretisch gesehen, um euch einmal kurz zu zeigen, wie das auch gehen würde. Wir könnten es auch hingehen und könnten jetzt sagen, wie breit der Gang ist, ist uns eigentlich auch nicht so wichtig. Ihr könnt noch einmal eins breit machen. Ich werde meinen wahrscheinlich 2x2 breit machen. Einfach nur damit meine Kriegszwerge dann da später drin auch ein bisschen besser manövrieren können und so weiter und so fort. Ihr könnt auch 3x3 groß machen. Aber 2x2 ist, glaube ich, ganz gut. Und was ihr da macht, ist im Endeffekt, ihr guckt, ihr sucht euch jetzt irgendwo, also zum Beispiel, ich gehe jetzt hin und sage jetzt einfach mal, keine Ahnung, ich mache jetzt hier mein Setup quasi für diesen Gang. Wir haben jetzt hier also quasi so einen kleinen Gang, wo dann der Gang dran kommt quasi. Ich würde den jetzt nicht, also persönlich würde ich mich irgendwie nicht wohl dabei fühlen, diesen Gang jetzt direkt an den Hauptgang dran zu klatschen. Sondern ich würde jetzt hier so einen kleinen abzweigenden Gang machen. Und dann machen wir jetzt hier vielleicht noch so einen kleinen Vorraum, sag ich mal. So, und was ich dann machen würde, wäre quasi folgendes. Dann würde ich hingehen und würde quasi jetzt einfach das hier machen. So. So. Dann weiß ich nicht. Also wie lang, wie groß ihr den bauen wollt, ist quasi euch überlassen. Das geht actually so nicht, so wie ich mir das vorstelle zumindest. Aber lass uns mal kurz löschen. Es muss doch ein länger sein. Das ist wichtig. Ich erkläre gleich, was ich mache. Ich muss einmal kurz nur hier, ne? Dinge tun und sein lassen. Ah, wie habe ich das nochmal gemacht? Ich bin gerade überlegen, wie ich das gemacht habe. Ich habe es einfach nur einseitig gemacht, tatsächlich. Ja, man kann das auch quasi zweiseitig machen, aber ich glaube, ich habe meine Schießscharten nur einseitig gebastelt gehabt. Das reicht im Endeffekt aber auch aus. Aber auch vollkommen aus. Also theoretisch gesehen, wie gesagt, wenn das jetzt hier kein weicher Boden wäre, den man nicht fortifieren kann und carven kann, ihr könnt theoretisch gesehen übrigens auch einfach das hier machen. Also das ging jetzt auch. Da müsst ihr nur quasi die Wände drumherum auch noch abbauen und dann quasi durch Steinwände manuell ersetzen, die ihr dann selber da so hinbaut quasi. Aber ich glaube, da muss man dann anstatt Steinwänden, um das einmal kurz hier aufzugreifen an der Stelle, müsst ihr, glaube ich, direkt anstatt eine Wall, müsst ihr direkt eine Fortification bauen. Das müsste es sein. But allow projectors through. Ja, also quasi, ihr könnt diesen Schritt hier, diesen Smoothing und dann Carving-Schritt, könnt ihr quasi ersetzen durch Abbauen der Wand und dann Fortification, also eine gefortifizierte Wand quasi selber dahin bauen. Das ist quasi dasselbe. Also damit könnte man das Ganze auch hier bauen, ist aber ein bisschen umständlich, finde ich persönlich. Würde ich euch persönlich von abraten, also oder würde ich persönlich so nicht machen. Was heißt abraten? Ihr könnt es gerne machen, aber ich werde es halt persönlich so nicht machen. Und letztendlich, wenn ihr dann irgendwo der Meinung seid, der Gang ist lang genug, ja, dann geht ihr halt hin und connect das Ganze quasi nach draußen. Und dann könnt ihr das Ganze auch hier hinbauen und dann könnt ihr hier halt ganz locker easy, könnt ihr dann hier hingehen und könnt dann hier eure
Fortifications daneben bauen. Das sieht so ein bisschen scuffed aus, weil der Raum. Es ist jetzt hier, ohne großartig darüber nachzudenken, zusammengeschustert, ne, wie ihr seht. Das werde ich jetzt hier auch logisch so nicht hinbauen, aber theoretisch gesehen könnt ihr dann euren Schießschartengang quasi so bauen. Dann fortifiert ihr hier diese Wände, sodass ihr hier durchschießen könnt quasi. Und eure Archer oder Crossbow-Zwerge können sich dann schön in diesem Gang hier aufhalten und können dann hier reinschießen auf eure Angreifer. Und die Angreifer, um hier reinzukommen, müssen in diesen langen, umständlichen Weg laufen. Und in der Zeit könnt ihr die quasi entweder mit Crossbow-Schützen kaputt schießen oder ihr habt hier dann später Fallen drin und so weiter und so fort. Aber dazu kommen wir gleich, würde ich sagen. Ich wollte euch noch einmal kurz zeigen, wie man das machen würde, wenn man es auf einer Ebene bauen würde. So habe ich es nämlich auch in meiner anderen Festung gebaut. Wir werden das bei dieser Festung leider anders bauen müssen, nämlich auf zwei Ebenen. Aus dem sehr einfachen, simplen und einfachen Grund, dass ihr, dass ich jetzt hier, wie ihr seht, nur weichen Boden habe. Und ich das einfach doof finde. Dass ich da jetzt die Wände komplett abreißen müsste. War hier nicht auch wieder noch weicher Boden? Das ist doch irgendwie Silty Clay Wall. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt kann sein, dass wir hier unten, also hier in diese Richtung hier unten, quasi so unter der Treppe, also oder was ist unter? Also ne, optisch jetzt hier auf dem Bildschirm. Da unten, also hier in meinem Bereich, wo meine Kamera ist. So, hallo. Es kann sein, dass in diesem Bereich hier sich auch noch ein bisschen weicher Boden befindet. Wo würde ich denn den Ausgang hin platzieren wollen? Oder den Eingang, sage ich mal. Das ist eine gute Frage. Ich würde den Eingang gerne irgendwie hier so hin platzieren, eventuell. Ich bin gerade überlegen, macht das Sinn? Oh ja, das macht Sinn. Wisst ihr, warum das Sinn macht? Weil wir hier unsere Refuse-Stockpile haben, wo also quasi die ganzen Leichenteile hinkommen und sowas. Das heißt, wenn wir quasi hier den Ausgang haben, außerhalb unserer Festung, unserem Gang, dann können unsere Zwerge die Goblin-Leichenteile aus unserem Verteidigungsrang quasi einfach ganz locker hierhin rüber schleppen. Deswegen würde ich sagen, wir markieren uns mal die Stelle hier irgendwie. Wo genau wollen wir das haben? Ich würde sagen, hier so ungefähr, naja. Wir markieren uns diese Stelle hier mal. Da soll der Ausgang sein. Ich weiß, eigentlich will ich hier meine Schlafquartiere hinbauen, aber dumm gelaufen. Bauen wir halt drumherum, sag ich mal. So, hier soll der Ausgang sein. Wie machen wir das jetzt? Das ist jetzt die Frage des Tages oder so ähnlich. Ich würde sagen, wir bauen einfach erstmal den Gang. Wir designen einfach erstmal den Gang. So, und dann ziehen wir den mal ein gutes Stückchen nach oben. So, wie weit ziehen wir den nach oben, ist jetzt die Frage. Übrigens, der Grund, aus dem wir so einen geschlängelten Gang haben wollen, ist einfach, dass es zum einen platztechnisch effizient ist, das so zu bauen, logischerweise, oder wenig überraschend, ist es platztechnisch effizient und zum anderen, wenn wir quasi so einen langen Gang hier bauen, so, und dann ein kleines Stückchen nach oben gehen nur und dann quasi den nächsten langen Gang jetzt hier zurückbauen, dann haben wir so lange Gänge, wo Bogenschützen gut runterschießen können. Aber wir haben ja persönlich eh schon quasi den Feldvorteil, dadurch, dass wir mit unseren Bogenschützen quasi diese Schießscharten haben. Und die einzigen Bogenschützen, die davon dann profitieren würden, wären logischerweise die feindlichen Bogenschützen, sag ich mal. Also sprich, ne, der Feind steht jetzt hier und wir haben jetzt hier so einen mega langen Gang. Und unsere Nahkampfzwerge kommen jetzt den Gang hier runter. Logischerweise kann der Feind dann darauf schießen, während unsere Fernkampfschützen quasi eh den Vorteil haben, dass wir dann hier gleich diesen Schießschartengang haben. Von dem aus, die dann da einfach reinbolzen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen würde ich euch von allzu langen Gängen hier abraten. Sag ich jetzt mal so. Bis wohin wollen wir denn hier? Ich glaube, wir wollen bis hier so hin, ungefähr. Ja, ich finde, das klingt akzeptabel. Na, vielleicht ein weniger weit. Wie ihr seht, ich habe dafür jetzt auch keinen festen Plan oder sowas, wie ich das jetzt unbedingt exakt bauen möchte. Ich mache das einfach mal so relativ freie Schnauze, sage ich mal. Wir können uns das außerdem auch so offen halten, dass wir jetzt hier quasi hier oben Schießscharten und hier unten Schießscharten hinbauen. Das steht euch natürlich offen, wie ihr das machen möchtet. Ich werde jetzt erstmal wahrscheinlich nur auf einer Seite Schießscharten basteln, weil das Ganze zu smoothen und dann zu fortifieren, das kostet alles Zeit und Aufwand und so weiter und so fort, die ich jetzt gerade nicht investieren möchte, weil wir immer noch nicht so viele Zwerge haben. Ich werde jetzt einfach erstmal so grob designen. Ich würde sagen, wir gehen mal noch so und dann machen wir das noch einmal vielleicht. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir dafür noch genug Platz haben, um ehrlich zu sein. Ich würde überlegen, ob dieser Gang so schon ausreicht. Potenziell reicht das so eh schon. Wobei ich nicht, nee, jetzt machen wir das so. So, dann haben wir noch eine Windung hier quasi mehr. Eine Abzweigung haben wir quasi noch mehr. Dann sind wir jetzt hier bei unserer Treppe auch angekommen. Die Frage ist, wie wir das jetzt genau machen. Wir könnten auch einfach jetzt hier so eine Abzweigung hinbauen. Und könnten hier quasi unsere Kommando Schalt- und Waldzentrale hinbauen. Ich glaube, das machen wir sogar eventuell. Dass wir das hier nicht in Richtung Treppe direkt verbinden. Muss ja auch nicht. Weil wenn dann hier das hier quasi fällt, dann verlieren wir direkt die Treppe hier. Wir bauen das mal so, dass wir hier eine kleine Einsertür hinbauen. Oder so einen kleinen Gang quasi, damit wir hier nicht die Wand abreißen müssen. Dann bauen wir hier unsere Schalt- und Waldzentrale hin. Bis nach hier. Ich bin gerade überlegen, bis wollen wir die bauen. Bis nach hier ungefähr, würde ich sagen.
Dann will ich nämlich jetzt hier erstmal mal, ich werde jetzt erstmal meine Skischarten quasi einzeichnen. Die Skischarten kommen dann hier hin. So. Und ich weiß, ich glaube, ich habe noch keinen Ranged Squad. Gucken wir mal kurz nach. Ne, wir haben bis jetzt nur unsere Nahkampf-Squad. Keine Sorge, das steht auch schon auf meiner Liste. Ranged Squads, also Crossbow-Squads. Und wie man die so einteilt und zuweist, wie das alles geht, werde ich auch alles bald noch behandeln und erklären. So, vielleicht machen wir das ja sogar zu einem Zweiergang. Warum nicht? Wir machen das jetzt zum Zweiergang, damit die hier ein bisschen besser manövrieren können, unsere Crossbow-Zweiger eventuell. Wieso nicht? Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Genau, das ist jetzt wichtig, dass ihr müsst ihr verbinden, hier an der Stelle. Der Sinn oder der Grund, aus dem das hier nämlich funktioniert, ist, dass die Invader eine Chance haben müssen, in unsere Festung anzukommen. Ich würde sagen, dazu kommen wir gleich. Ich bin gerade überlegen, ob wir das so bauen wollen. Das sieht mir soweit alles ganz gut aus. Ich würde sagen, wir bauen das jetzt einfach mal. Und in der Zeit, in der das jetzt hier gerade erstmal alles ausgebuddelt wird, erkläre ich euch jetzt, was da jetzt quasi der Sinn dahinter ist, wie das funktioniert. Oh nein, ist das hier weicher Boden? Clay Cavern Floor, oh nein. Oh, was ist jetzt los? Hochzeit oder was? Das ist der Hochzeitssound. Lush Bearded Hall, a Farmer Guild has been established, sehr schön. Some Migrants have arrived. Normal ist das irgendwie der Hochzeitssound, oder? Oder ist das, weil wir jetzt irgendwie anscheinend einen neuen Expedition Leader haben? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, das wäre der Sound, dass jetzt zwei Zwerge irgendwie geheiratet haben, weil das kann auch passieren. Aber gut, so. Ich werde jetzt erstmal eine Tür hier einbauen, als allererstes, und dann erkläre ich euch gleich hier, wieso, weshalb, warum. Also die Tür logischerweise einfach nur als zusätzliche Verteidigungsschicht hier quasi. Falls ein Angreifer, oder falls hier quasi alles fällt und die Angreifer wirklich durchkommen, dass es hier nicht das große Drama gibt quasi, sondern dass wir die einfach die Tür zumachen können. Es gibt auch Angreifer, die lockpicken können, also wirklich Türen knacken können, aufschließen können quasi. Aber das ist einfach zur Sicherheit quasi nochmal jetzt. Dass wir hier jetzt nicht in die Danger Zone kommen, sag ich mal. Ist ein bisschen hässlich, dieser Raum, finde ich, jetzt hier so neben der Treppe, weil ich jetzt hier diese einen Teil nicht abbauen wollte. Ist ja so ein bisschen unförmig, sag ich mal. Ist nicht das hübsche Layout, bin ich ganz offen ehrlich. Ich habe schon hübschere Layouts in diesem Spiel gebaut. So generally speaking. Aber es passt schon. So. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Der Grund, aus dem wir das Ganze an die Hauptfestung hier quasi verbinden, oder beziehungsweise warum wir hier, ne, wie gesagt, wir werden jetzt hier gleich eine Öffnung haben, zur Außenwelt eine zweite. Und die ist ja gar nicht gesichert, denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich. So, warum verbindest du das direkt zur Hauptfestung, das ist ja nicht gesichert. Du willst doch eigentlich hier so deine Haupttür haben, die du zumachen kannst. Wieso machst du das? Ja, der Grund dahinter ist ganz einfach. Der Grund dahinter ist recht einfach und simpel. Dieser Gang hier funktioniert aus einem Grund. Nämlich, dass die Feinde, die euch angreifen, in eure Festung wollen, eure Zwerge töten wollen, plündern, was auch immer. Und die suchen sich halt den erstbesten Pfad, den sie finden. Das heißt, wenn wir hier unten zumachen, also diese Haupttür hier, wenn wir das Haupttor zumachen hier quasi, wenn wir diese Zugbrücke hier hochziehen, gibt es nur noch einen Pfad, den sie nehmen können, in die Festung rein. Also davon ausgehen, dass sie keinen riesen Fehler gemacht hatten, außer den irgendwo ein Loch gelassen haben, wo sie reinjumpen können. Dazu kommen wir gleich, zu dem, was da gerade passiert. Zu dem Geräusch, das habe ich sofort erkannt. Dazu kommen wir gleich. Ich muss leider jetzt einmal kurz auf Pause gehen, kann die jetzt nicht weiterbuddeln lassen, wegen dem Geräusch. Dazu kommen wir gleich. Da warte ich schon länger drauf, weil auch das wollte ich mal erklärt haben. Ich glaube, wir haben das nämlich noch nicht gehabt hier in meinem Anfängerguide, glaube ich zumindest. Die suchen sich auf jeden Fall den besten Pfad, den sie finden können, den schnellsten Pfad in die Festung. Und es gibt keinen anderen Pfad in die Festung als diesen Pfad hier. Also, wenn er gleich fertig ist. Das Ergebnis ist, solange wir diesen Pfad hier offen halten, und ich werde gleich auch noch natürlich eine Mechanik einbauen, mit der wir steuern können, ob der Pfad offen ist oder nicht. Logischerweise, wir wollen das komplett unter Kontrolle haben, was hier genau passiert. Solange dieser Pfad aber offen ist, werden die versuchen, über diesen Pfad in die Festung reinzustürmen. Logischerweise. Das heißt, wir können hiermit dann kontrollieren, dass unsere Feinde in diesen Gang hier reinmarschieren und können dann, ne, wenn das Ganze gleich fertig gebaut ist, auch noch kontrollieren, ob sie wirklich in die Festung überhaupt reinkommen. Dann können wir die Tür quasi einfach zumachen und können außerdem auch noch kontrollieren, ob wir den Feinden erlauben, sich quasi zurückzuziehen, indem wir hier quasi dann die andere Tür zumachen und dann sagen, Edge, Badge, dumm gelaufen. Liebe Freunde, ihr seid jetzt meine Gefangenen. Also auch ohne eingekäfigt zu sein, seht ihr dann quasi meine Gefangenen und leben dann jetzt in Zukunft quasi in diesem Gang hier, bis ich mich dann um sie kümmere. In welcher Form auch immer. Dafür haben wir dann diesen Gang mit den Skischarten zum Beispiel. Oder wir schicken hier so einen Militärsquad rein, so einen Nahkampfsquad und so weiter und so fort. Genau, ich wollte ja im Pausebildschirm bleiben, eigentlich gerade. Anscheinend beschäftigen wir uns nämlich heute auch noch mit einem anderen Thema. Da habe ich schon länger drauf gewartet. Das kann ich selber nicht steuern, wann das kommt. Das ist bei euch wahrscheinlich schon längst passiert. Ich glaube, wir haben nämlich noch nichts unter Objects hier. Haben wir, glaube ich, oder doch, haben wir schon. Ne, haben wir nicht. Die Sachen haben wir nicht. Die sind quasi auf der Map, aber die haben wir, glaube ich, nicht. Wir hatten das, glaube ich, noch nicht. Wir hatten nämlich noch keine Strange Mood. Ja? Wir haben jetzt der liebe Sexy Carbus, der withdrawed gerade from Society und hat einen Stonewalkers Workshop anscheinend geclaimed. Wenn wir mal kurz drauf gehen. Und zwar hier diesen hier. Das ist doch bestimmt hier. Genau, das ist er. So, wenn wir jetzt hier drauf gehen, steht es hier, this building has been claimed bei, ne, unserem Zwerg, dem Miner. So.
Was bedeutet das jetzt? Es gibt verschiedene Strange Moods. Es gibt, glaube ich, ein Zwerg kann possessed werden, ein Zwerg kann eine Strange Mood haben, eine Fey Mood haben, er kann from Society withdrawn, je nachdem, was er hat, steht hier was anderes und je nachdem, was er hat, beschreibt er euch auf eine andere Art und Weise, welche Ressourcen er braucht. Und diese Strange Moods funktionieren so. Ich werde es einfach mal anpausen gleich. Erstmal gehen wir kurz auf unseren Zwerg und gehen hier mal auf Folgen der Kamera. Wir zoomen mal ein bisschen rein. Wir folgen sie eh unserem Zwerg hier. Weiß nicht, ob ich das. Hoppala. Ein bisschen raus vielleicht. Na doch, doch lieber rein, weil sonst skippt die Kamera hier komisch rum. So, jetzt folgen wir dem auf jeden Fall auch wieder. Wir folgen dem jetzt einfach mal und gucken, was er macht. Was er nämlich jetzt macht, ist, der hat jetzt quasi von dem Gott oder was auch immer ihn quasi besessen hat, dem bösen Geist, was auch immer, dem kreativen Geist, von dem hat er jetzt quasi eine Liste an Zutaten quasi gekriegt, die er braucht. Für das legendäre, mystische Artefakt-Item, das er jetzt herstellen wird. Denn das bedeutet das. Also eine Strange Mood resultiert immer in einem Artefakt-Item, also einem hochqualitativ hochwertigen Item. Welches Item, oder also was dabei hergestellt wird, ist random. Woraus hergestellt wird, ist quasi random, ist alles zufällig. Das kann man nicht wirklich steuern. Aber wir sehen, das Pferd marschiert jetzt los und nimmt sich jetzt hier, ich glaube, einen Stein. Ich vermute mal Gypsum oder sowas wird er sich hier, oder Gypsum oder Alabaster, eins von beiden, wir hier gerade genommen haben. Können wir gleich nachgucken. Und dann marschiert er jetzt zurück zu seinem Workshop. So, genau. Und zack, schon stürmt er wieder los. Wir klicken einmal auf den Workshop. Gypsum hat er jetzt hier genommen. Das Ding ist, wenn euer Zwerg nicht das macht, was er jetzt hier gerade was er jetzt gerade bei mir macht, nämlich irgendwo hin marschieren und sich fröhlich Dinge grapschen quasi, die jetzt hier am Boden dumm rumliegen, dann heißt das, dass ihr das Item aktuell nicht habt oder dass es aktuell nicht finden kann. Ich hoffe, dass das jetzt gleich einmal passiert und ich euch das einmal demonstrieren kann. Ja, also anscheinend, der hat es gerade jetzt alles. Wenn der jetzt einfach hier steht, ne, hier in seinem Workshop quasi, könnt ihr da drauf gehen, dann schert ihr irgendwas von wegen Name des Zwergs und dann, je nachdem, was es für eine Mood ist, ist das unterschiedlich. Das könnt ihr im Dwarf Fortress Wiki am besten einfach einmal nachgucken. Da steht dann zum Beispiel, is sketching pictures of blocks, so als Beispiel. Das heißt, der malt quasi so Bilder von Blöcken und das heißt einfach, der will Stein haben. Ich meine, Blocks heißt Stein. Oder irgendwie, is sketching a picture of a skull, also malt ein Bild von einem Schädelknochen. Dann will er Knochen haben. Oder erzählt irgendwas von wegen, ich brauche Stoff, ich brauche also irgendwie, I need cloth, dann braucht er logischerweise Stoff. Das Problem dabei ist uns, es gibt drei verschiedene Arten Stoff und ich glaube, bei fast allen Moods sagt er einfach nur, er braucht Stoff. Aber intern programmiert ist es, dass er einen bestimmt, also dass er entweder Linnen braucht oder dass er halt Silk braucht oder ne? Also es gibt ja diese drei Arten von Stoff im Spiel und er braucht eine ganz bestimmte Art davon. Deswegen ist es wichtig, dass man immer alles davon auf Lager hat. Ja, denn sonst ist der Zwerg unglücklich und kann seine Mood nicht abschließen. Erstmal übrigens, warum man das abschließen sollte und wirklich dafür sorgen sollte, dass das Item entsprechend hergestellt wird. Was die Zwerge herstellen wollen, ist relativ simpel. Zum einen ist das Item viel wert und sie kriegen fett XP in was auch immer. Also auch ein Zwerg, der vorher quasi noch nie im Stonewalkers Workshop irgendwas hergestellt hat, wird nachdem er sein Item hergestellt hat, direkt richtig dick Erfahrung dran haben. Der wird nicht direkt irgendwie ein Grandmaster, was auch immer sein. Was hat er jetzt hier dabei? Was hast du dabei? Gypsum nochmal, okay. Sondern der wird auf jeden Fall, also er wird irgendwie direkt gut sein, ne? Also wird viel XP gekriegt haben. Was nimmt denn jetzt hier alles noch? So, Work Secretly heißt, er hat angefangen. Das haben wir auch gerade nochmal an der Notification-Song gehört. Wenn hier steht, has begun a mysterious construction, heißt das, euer Zwerg hat angefangen daran zu arbeiten. Der stellt es aus Rough Sardonyxes, Rough Chrysocolas, also übrigens, er kann auch Gems haben wollen, das sind glaube ich Gems. Eventuell kann er auch verarbeitete Gems haben wollen, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aus diesen paar Zutaten hier, die Rock Salts, daraus ist der Workshop und der Rest, ne, daraus stellt er jetzt quasi irgendwas her. Das kloppt jetzt quasi aufeinander, bis da irgendwas bei rauskommt. Ja. Genau, so. Petitions, okay. Kümmern wir uns gleich drum. Ist unser Gang in der Zeitung schon mal fertig? Ah, fast, okay. Aber ja, der, ne, wird sich jetzt hier die Materialien zusammensuchen. Wenn er sie nicht finden kann, wie gesagt, wenn er hier einfach nur dumm rumsteht, müsst ihr gucken, was er will und ihm das besorgen. Denn wenn er es ihm nicht besorgt, also erstmal Grund Nummer 1, warum man das machen sollte, ist, wie gesagt, man kriegt ein wertvolles Item, was sich immer lohnt. Ein wertvolles Artefakt. Grund Nummer 2 ist allerdings ein viel wichtigerer. Wenn ihr innerhalb von ein paar Monaten oder ich glaube eher so maximal ein halbes bis ein Jahr, Ingame-Zeit logischerweise. Wenn ihr es in der Zeit nicht schafft, eurem Zwerg seinen Wunsch hier zu. Peculiarly secretive, okay. Wenn es nicht schafft, in der Zeit eurem Zwerg diesen Wunsch zu erfüllen, dann wird der Zwerg hingehen und wird. Wird nicht mehr eine Strange Mood haben, sondern ein. Ist es ein Tantrum, was er throwt? Ich bin gar nicht sicher, wie man es genau nennt. Also er wird quasi entweder depressiv werden oder er wird stark raving mad oder. Da steht entweder, keine Ahnung, derselbe Zwerg, der vorher die Strange Mood hatte, da steht dann so: Name des Zwergs. Has gone stark raving mad, is feeling a little depressed oder irgendwie sowas, is feeling a little sad oder melancholic, irgendwie sowas. Effektiv, egal was da steht, es ist unheilbar. Das heißt halt einfach, dass euer Zwerg
Ja, aber der Zwerg ist quasi wahnsinnig geworden, hat quasi aufgegeben. Manche Zwerge stürzen sich dann in den nächstbesten Fluss oder versuchen sich anderweitig irgendwie umzubringen. Andere Zwerge, also je nachdem, was da dann steht, ne? Zum Beispiel ein depressiver Zwerg wird, glaube ich, versuchen, sich aktiv umzubringen oder eventuell verweigert er das Trinken und verlost dann einfach irgendwann. Das Gefährlichste ist Has Gone Berserk. Wenn ein Zwerg Berserk geht, heißt das wirklich, der geht Berserk. Ne? Der steht dann auf und fängt an, alles und jeden totzuschlagen. Egal ob Kind, Frau oder egal wer, das ist dem Zwerg dann egal. Egal ob es ein Hund ist, eine Katze, ein anderer Zwerg, das eigene Kind, egal, wird dann auf den Boden gesmashed und kaputt getreten oder kaputt geschlagen oder. Ihr versteht, was ich meine. Das ist das Gefährlichste, deswegen sollt ihr das hier nicht erfüllen können. Deswegen schließen manche Leute ihre Workshops ab mit einer Tür, die jetzt hier um uns conveniently gerade auf das Stockpile daneben liegt. Aber deswegen haben manche Leute dann quasi so eine Wand um den Workshop und eine Tür davor und schließen dann den Workshop ab, wenn sie wissen, oh, ich kann das nicht erfüllen. Well, mein Freund, du musst leider erstmal da drin bleiben. Aus unbestimmten Gründen, in Anführungszeichen. Und ja. Wenn er dann nicht besorgt geht, könnt ihr die Türen auch wieder aufmachen übrigens, weil das ist gerade das Gefährlichste. Ich glaube, Stark Raving Mad heißt einfach, der Zwerg schmeißt irgendwie alle Klamotten, die er anhatte, zieht er sich einfach aus, schmeißt die irgendwo auf den Boden, alle seine Besitztümer und so weiter und so fort und verschwindet dann eventuell einfach irgendwann, läuft eventuell von der Map einfach runter und stirbt dann einfach irgendwo anders. Ja, wie gesagt, es gibt verschiedene Dinge, die da passieren können. Aber deswegen wollt ihr es immer erfüllen. Aber sobald hier steht, dass euer Zwerg angefangen hat zu arbeiten, könnt ihr euch sicher sein, dass es, soweit ich weiß, glaube ich, nicht mehr passieren kann. Es sei denn, der Insanity-Timer, dieser Wahnsinns-Timer, sag ich mal, bis das passiert, läuft quasi ab, bevor er fertig ist, daran zu arbeiten. Aber ich glaube, das kann nicht passieren. Ich glaube, sobald er anfängt zu arbeiten, kann er nicht mehr wahnsinnig werden, quasi. Gut, das wollte ich sowieso mal in einem Video erklärt haben. Wir werden auch im heutigen Video noch erfahren, was der da herstellt. Könnt ihr das nicht einmal sehen? Da kriegen wir, glaube ich, auch so ein Pop-up-Fenster, wo dann steht, was es ist und was es kann. Das sind Gott sei Dank alles Gypsum Walls hier. Das heißt, hier können wir alle gleich schön smoothen übrigens. Denn wir kehren jetzt erstmal zurück zu unserem kleinen Projekt hier, würde ich sagen. Aber bevor wir das machen, Petitions. A Guild Hall for the Lush Bearded Hall has many members in Greenbeards. Das ist das, was ich im letzten Part meinte. Früher oder später wird eure Festung requesten, dass eine eurer Gilden doppelt einen Guild Hall kriegt. Die Lush Bearded Hall, das ist unsere Gilde hier, die möchte jetzt bitte eine Guild Hall haben. Okay. Ist das nicht eh die Must be built and furnished with the hall designated for Farmer Guild? Approve. Haben wir nicht eh eine Farmer Guild? Muss mal kurz nach. Es kann sein, dass wir hier einfach nur ein bisschen mehr engraven müssen. Ein paar mehr Engravings machen. Waxy Wing. Ja, ist es. Okay, das ist aktuell nur Meeting Place. Ungefährer Wert 2000, next at 2000. Ja, gut, da müssen wir wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen engraven. Dann haben wir hier auch wirklich eine Guild Hall und nicht mehr nur ein Meeting Place. Ich würde sagen, wir engraven einfach mal hier da in die Ecke ein bisschen was und da. Und da und da, und dann passt das. Passt schon. Ne, ein paar Sachen hier engraven, dann sollten wir den Wert da auch hergestellt haben für unsere Guild Hall. Leider, ich habe jetzt ja gar die Petition angenommen. Das Problem habe ich, glaube ich, im letzten Part eh schon erklärt. Wenn ihr die Petition angenommen habt, könnt ihr sie, glaube ich, nirgendwo mehr sehen, was ihr da angenommen habt. Ihr müsst jetzt quasi im Hintergrund behalten: Hör mal, ich habe das angenommen, das muss ich denen jetzt erfüllen, sonst sind meine Zweige traurig. Was wir jetzt aber erstmal machen werden, ist, wie ihr seht, habe ich jetzt den Gang so weit gebuddelt. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Hoffentlich ist das jetzt kein fataler Fehler, dass ich das vergessen habe zu erwähnen. Ihr sollt diesen Gang nicht sofort nach außen verbinden. Also habe ich hier auch nicht getan, wie ihr ja seht. Ne? Noch ist keine Verbindung nach außen. Die muss ich noch hinbauen. Und auch hier. Wenn ihr hier den Gang hinbaut, diese letzten zwei Teils, also die jetzt hier, in meinem Beispiel vorhin, die würde ich noch nicht wegbuddeln. Die würde ich erstmal weglassen. Ich würde es erst verbinden, wenn der Gang wirklich ready ist. Da sonst eventuell ein Angriff gestartet wird und ihr müsst dann schnellstmöglich diesen Gang hier zumauern oder was auch immer, bevor jetzt die Angreifer dann wirklich in die Festung reinstürmen. Und ihr quasi Ne, also bevor ihr jetzt hier einen Angriff reinkriegt, während ihr gerade die Hosen unten habt, sozusagen. Ne? Ihr wollt nicht mit den Hosen unten angegriffen werden. Deswegen erst hier sicherstellen, dass das hier alles entsprechend funktioniert und dann könnt ihr hingehen und könnt hier schauen, dass ihr diesen Gang wirklich aufmacht nach außen. Zum Beispiel, was ich jetzt nicht machen werde wahrscheinlich, ist warten, bis das Ganze hier komplett durchgesmooft ist. Also hier diese und also durchgesmooft und durchgefortified, also dass hier Fortifications sind, dass alles gesmooft ist. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht abwarten, weil ich einfach noch keine Bogenschützen habe oder keine Crossbow-Schützen. Was ich allerdings vorher machen werde, bevor wir jetzt hier nach außen aufmachen quasi, ist, wir werden jetzt quasi unser Türensystem bauen. Das Türensystem ist relativ simpel. Wenig überraschend ist das Türensystem nicht mega komplex. Es sind einfach Brücken. Das Türensystem ist quasi dasselbe wie unsere Haupthaustür hier quasi. Wir bauen jetzt einfach zwei Brücken. Und zwar bauen wir einmal die erste Brücke hier hin. Ich weiß nicht wieso, aber in meinem Kopf habe ich gerade, wir bauen zwei Brücken nach Saarbrücken. Lustiger kleiner Zungenbrecher, der mir gerade in den Sinn gekommen ist. I'm here 7 days of week to tell those jokes, ja? Nein, okay, anyways. Wir bauen zwei Brücken nach Saarbrücken, genau. Die erste bauen wir hier hin. Ihr müsst ja nicht genau hier hinbauen, ihr könnt ja auch ein bisschen weiter runter in den Gang bauen. Wie lang ist auch nicht so wichtig. Ich werde jetzt
Werde jetzt wahrscheinlich 2x2 groß bauen. Ja, passt. Passt so. Aus Bauxit. Ja, aus Bauxit. Ist nicht so mega wichtig, woraus wir das bauen. So, das ist Brücke Nummer 1 und Brücke Nummer 2 bauen wir jetzt hier irgendwo hin. Die Frage ist, wo wir das genau hinbauen. Das ist jetzt quasi davon abhängig, wo wir genau den Eingang hinbauen wollen. Ich würde sagen, wir bauen das einfach mal hier so hin. Ja, wir bauen das einfach mal hier so hin. Und ich glaube, diese Brücke werde ich tatsächlich etwas länger bauen. Denn das hat einen großen Vorteil. Übrigens logischerweise darauf achten, ne, hier oben, dass ihr die Brücke in die richtige Richtung hochfahren lasst. Ich werde diese Brücke definitiv so hochfahren lassen, dass die Gegner quasi von rechts nach links, also in den Gang reingeschleudert werden. Ich möchte lieber ein, zwei Gegner zu viel im Gang haben als zu wenig. Und vor allem, dadurch, dass die Brücke ja so schön lang wird jetzt hier, können wir bauen es auch aus Bauxit jetzt hier, damit das hier farblich gleich ist zumindest. Das hier hat den praktischen, effizienten kleinen Nebeneffekt. Ah, das sind Claywalls hier, ne? Eieiei. Hier können wir, glaube ich, nicht fortfahren. Das ist leider ein bisschen unpraktisch jetzt hier. Ne, hier können wir keine Fortifications haben. Hier auch nicht, ne? Uiuiui, das ist ein bisschen. Ja, seht ihr, da muss ich jetzt leider doch ein bisschen nachhelfen gleich. Ein paar von den Wänden müssen wir jetzt hier doch noch abbauen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber da führt es, glaube ich, leider keinen Weg drum herum. Da muss ich mich leider einmal kurz drum kümmern. Wir werden einmal kurz diese ganzen Wände hier abbauen. Deswegen müssen wir das wahrscheinlich doch nochmal alles klein. Wenn sich alles nur, das alles jetzt nochmal ein kleines bisschen verzögern, sage ich mal. Bevor wir jetzt hier tatsächlich das Ganze in Betrieb nehmen können. Wir werden jetzt diese Wände hier noch abbauen müssen. Und die dann ersetzen durch diese Fortifications, die man halt auch bauen kann. Also aus Stein halt. Weil, wie ihr gerade gesehen habt, das sind quasi weiche Wände. Die können wir ansonsten nicht smoothen. Aber ja, ich baue jetzt hier eine schön lange Brücke, damit die Brücke schön die Gegner in den Gang reinschleudert und hier schön vor die Wand schleudert. Und hier schön so ein bisschen Schaden davon nehmen auch noch. Das ist quasi Sinn der Sache dahinter. So, und unser Zwerg ist hier fertig. Der liebe Sexy Carbus hat jetzt hier ein Item namens Notlit Gush Course hergestellt. Ein Gypsum Weapon Rack. She offers it to the strong labors. Das ist, glaube ich, unsere Zivilisation, denke ich mal. Sonst würde, glaube ich, stehen, she claims it for herself oder sowas. So, wir haben. Ah, nee, wir haben noch nichts engraved. Aber der erste Engraving-Job wird hier gleich abgeschlossen. Dann dürfte das hier gleich zu einer Guild Hall upgraden. Das könnt ihr übrigens jetzt auch hier sehen. Wenn wir jetzt hier rüber gehen auf die Notification. Das Item wurde schon auf die Stockpile geschleppt hier. Da ist es. Value 4000. Also das Ding ist richtig fett was wert. Ihr könnt gerne auch durchlesen, was jetzt hier alles steht. Und the item is an image of Canva Rising of a Moon Safe World, the Onyx Opal Bound Codex. Ja, also da ist einfach jetzt ein Bild von irgendeinem anderen Relikt wahrscheinlich oder von einem anderen Buch einfach noch drauf engraved, was auch immer. Es ist also so ein mega krasses Item, deswegen ist es so viel wert. Also quasi legendär von der Qualität her. Irgendein Gott hat quasi dem Zwerg gesagt, so, yo, du stellst das jetzt her. Und der Zwerg so, yo, alles klar, hat es jetzt hergestellt und jetzt haben wir das Item halt. So, das sind quasi Artefakte zum Spiel und so kriegt man die halt auch. Indem man halt diese strange Moods erfüllt. Und wenn man es nicht macht, stirbt der Zwerg halt einfach. Ist ein bisschen makaber, aber ist halt so. Ja, so und I guess, aus Versehen muss ich euch leider auch zeigen, was ist leider, also für euch ein Vorteil natürlich so gesehen, muss ich euch jetzt hier natürlich auch zeigen, wie man den ganzen Spaß hier zusammenschustert. Wir bauen das Ganze hier aus Siltstone, würde ich sagen. Zum einen passt das, glaube ich, farblich ganz gut. Das hier aus Siltstone und Shale und sowas zu bauen. Zum anderen möchte ich jetzt hier meinen Limestone nicht verschwenden, weil Limestone ist Flugstein. Shale auch Flugstein? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Wie auch immer, wir werden jetzt hier auf jeden Fall nicht in Limestone, in den guten Limestone verschwenden. Ich merke gerade, hier liegt überall Limestone. Also anscheinend haben wir hier ein richtig fettes Limestone-Vorkommen. Das heißt, wenn wir hier einfach dann später unser Housing ein bisschen extenden, sag ich mal, unsere Wohnlandschaften, dann haben wir gute Karten, hier noch mehr Flugstein zu finden. Ich glaube, davon hatten wir eine Zeit lang nicht genug, nämlich. Auf jeden Fall nicht vergessen, jetzt hier die Wände alle neu zu bauen, wenn ihr dasselbe Problem habt wie ich. Ja, das bauen wir jetzt einfach mal aus Bauxit, egal, keine Ahnung. Ist nicht so mega wichtig, woraus wir das bauen. Hauptsache wir bauen hier fortifizierte Wände hin. Noch zwei Siltstone noch da. So, und dann haben wir das Ganze wieder aufgebaut. Und wie gesagt, wenn wir das jetzt hier oben bauen müssten, oder bauen würden, müssten wir jede einzelne Wand zu bauen. Ne, wie bereits erklärt. Jede einzelne Wand müssten wir manuell so dahin bauen und hinschustern ansonsten. Da man diese weichen Wände halt nicht smoothen kann. Das ist halt das Problem. Und so sehen diese Fortifications dann aus. Die gesmoothten und dann gekarften Fortifications sehen, glaube ich, ungefähr genauso aus, wenn nicht sogar fast ganz genauso. Bin mir gar nicht ganz sicher. Wie gesagt, das werde ich jetzt noch nicht machen. Das machen wir alles etwas später. Das ist jetzt nicht so quintessential, sage ich mal, nicht so mega wichtig. Was wir allerdings schon mal brauchen, das wollte ich vorhin schon eingecued haben, aber da kamen es irgendwie noch mehrere andere Sachen dazwischen, ist, wir wollen einmal gucken. Okay, das haben wir schon mit den Mechanisms. Sehr gut, never mind. Haben wir auch Traps? Also haben wir auch. Haben wir auch. Schlag mich tot. Cages, genau. Wooden Cage. Wir haben, glaube ich, nämlich keine Cages rein queued.
Die werde ich relativ prioritär hochschieben, glaube ich. Priorität hier. Die ziehen wir mal nach. Über die Kleidungsindustrie, eventuell sogar. Wo sind wir denn hier? Da. Also übrigens an diesem Icon könnt ihr, wenn ihr gerade was neu erstellt habt, Pro-Tipp, an diesem Icon könnt ihr erstellen, dass das quasi das neue Order ist, weil es noch nicht verifiziert wurde von eurem Manager quasi. Und da kann man relativ leicht verfolgen, wo es hier quasi in der Liste ist. Es wäre nämlich praktisch, wenn man es irgendwie so drag and droppen könnte, also wenn wir hier quasi draufklicken und dann irgendwo hin das hinziehen können in der Liste, aber es geht leider nicht. Das Spiel ist zwar schon entklankisiert oder whatever, weniger clunky vom UI her. Ich pack's mal hier hin, sofort Charcoal, warum nicht. Aber es ist immer noch ein bisschen clunky bei manchen Sachen, logischerweise. Bei sowas zum Beispiel auch. Setting mit Material. Nee, Material nicht. Wo wollten wir denn hin? Wir wollten hier auf den Button. Gerade verklickt. Keine One-Time-Order, sondern solange wir Amount of Empty Cages sind less than 10, dann bitte 10 neue herstellen. Genau. So, denn wir werden viele Käfigfallen hier wahrscheinlich hinbauen. Das ist wahrscheinlich, was wir machen werden. Ich weiß nicht, wie viel Holz wir noch haben übrigens. Auch das mal kurz nachgucken. Wir scheinen noch Holz zu haben. Ich werde mal noch ein bisschen was an Holz hier reinqueuen, denn wir werden jetzt bald absurde Mengen an Holz brauchen, wahrscheinlich für die ganzen Käfige. Und für diverse andere Dinge, die ja nebenbei auch mal wieder hergestellt werden. Was soll das hier? Pond Turtle Shell. Okay, anscheinend haben wir irgendeinen eifrigen Zwergjäger, die ganze Zeit Pond Turtles am Einfangen ist, von wo auch immer. Und die werden wahrscheinlich zu Essen verarbeitet, vermute ich mal. Gut zu wissen, was auch immer jetzt hier gerade so. Das können wir schon wegklicken, das haben wir gerade abgeschlossen quasi. Migrants. Die Farming Guild, genau. Okay. Suspend the Construction of Silver Statue. Wo haben wir denn da einer hingebaut? Ah, wollten wir das eben hier reinbauen? Resume. Wieso wurde es denn suspended hier immer? Baut doch mal schön fein hier die Statue hin. So. Well designed Image of a Dwarf. Okay. Image of a Lentil Plant. Das haben wir hier noch schönes. Giant Kakapo. Und hier haben wir Two Shining Suns. Das ist wahrscheinlich von unserer Zivilisation. Das Zivilisations-Icon quasi. Wir gucken jetzt mal kurz nach, ob wir jetzt hier über 2000 sind. Ne, noch nicht ganz. Okay. Immer noch ein Meeting Place. Jetzt aber vielleicht. Jetzt, wo wir die Cave Spider Statue hingebaut haben, jetzt ist es vielleicht kein Meeting Place mehr. Wieso zur Hölle ist es immer noch nur Meeting Place? Mal. Okay. Ja, wir engraven einfach noch ein bisschen mehr. Kann ja nicht schaden. Graven wir das hier auch nochmal und das hier. Und, weiß nicht, um die Statue drumherum. Zack, zack, zack und zack. Wunderbar. Das wird alles noch schön fein rein engraven. Dann sollte das hier gleich passen. Hoffe ich es einfach mal. Genau, so. Soweit, so gut. Die Käfige sollten so alle schön stetig und fein hergestellt werden. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, gehen wir jetzt hin. Das bekam Militia Commander, okay, passt alles. Und sorgen uns dafür, dass wir hier wirklich den einen Ausgang kontrollieren und fernsteuern können. Und zwar machen wir das mit Schaltern und Hebeln natürlich. Wo sind wir hier? Machines and Fluids. Lever, Lever. Ich bin mir nicht sicher, ob man das als Lever oder als Lever ausspricht. Ich glaube, es gibt beides heutzutage sogar, ich weiß nicht. Wie auch immer, ich werde jetzt hier zwei Hebel einbauen. Wie machen wir das genau? Interessant. Ja, das Ding ist natürlich, man kann jederzeit nachgucken, was wie verlinkt ist, aber ich baue mir Dinge immer ganz gerne, also ich würde euch dazu raten, das auch so zu machen. Ich baue Dinge immer gerne intuitiv, das heißt quasi zum Beispiel der linke Hebel wäre jetzt in diesem Falle für die linke Brücke und der rechte Hebel für die rechte Brücke. Das Problem ist nur, dass der rechte Hebel dann quasi direkt über der rechten Brücke ist, was irgendwie wiederum so suggesten würde, so, oh, der rechte Hebel ist für diese Brücke, weil er direkt daneben ist. Deswegen würde ich sagen, ja, wir bauen es trotzdem so. Wir bauen es einfach trotzdem so. Wir bauen den einen Hebel. Oder wir bauen den einen Hebel hier hin, den anderen Hebel irgendwie hier hinten hin. Aber das ist auch irgendwie doof, da muss irgendwie. Nee, das Ding ist, besonders der Hebel hierfür, für diese Brücke, das ist potenziell die wichtigere Brücke, sag ich mal. Weil der, ne, diese Brücke sorgt halt dafür, dass die Zwerge, sag schon, die Feinde, die hier drin sind, quasi nicht mehr rausrennen können. Der sollte möglichst relativ nah hier an der Tür wirklich sein. Ja, ich werde da schon hintersteigen, dass der rechte Hebel für die rechte Brücke ist. Ich glaube, so viel traue ich mir noch zu, deswegen würde ich sagen, bauen wir den einen Hebel einfach hier hin. Ich habe Brücken aus demselben Material gebaut, sonst hätte ich die auch color-coden können. Ah, das wäre schlau gewesen, aber da habe ich nicht dran gedacht. Wenn ihr zum Beispiel hier logischerweise eine Mikroclean-Brücke habt, dann baut ihr jetzt hier einen Mikroclean-Hebel hin und einen Bauxit-Hebel hier hin und dann wisst ihr so, Bauxit für Bauxit, Mikroclean für Mikroclean. Ja, ich baue jetzt hier einen aus Mikroclean und einen aus Bauxit und tu mal so, als wäre das hier aus Mikroclean, keine Ahnung. Ich hoffe, ich denke da dann später dran. Dann linken wir das Ganze logischerweise mit den Brücken, das habe ich auch schon mal gezeigt, alles in vorherigen Folgen, wie das alles geht. Ich habe uns zu diesem ganzen Party, wie man so einen Angreifergang quasi bauen kann. Dazu habe ich eh schon in meiner Kurztipp-Serie auch schon mal Videos hochgeladen. Aber logischerweise braucht man sowas in eigentlich jeder Festung, deswegen müssen wir es auch hier bauen, natürlich. So, die Hebel sind schon constructed worden, sehr schön. Link, und zwar einmal auf die Brücke. Und den linken wir bitte auf diese Brücke, logischerweise. Soweit, so gut. Das ist noch Summer, anscheinend. Haben wir schon Sommer, okay.
Ist im Spring, ist im Frühling überhaupt eine Handelskarawane gekommen? Ich glaube nämlich, ja doch, ich glaube schon, aber die hatten kein Glas dabei. Ne? Ich glaube, die hatten einfach kein Glas dabei. Wir müssen außerdem das Ganze nochmal um Eingang, um ein oder zwei Felder, glaube ich, extenden. Machen wir mal so. Genau. Damit da jemand auch wirklich runtergehen kann und nicht direkt auf die Brücke irgendwie runterkommt. The Guild Hall Agreement has been satisfied. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Guild Hall. Das heißt, wir haben jetzt hier genug Value. Wir gucken mal kurz nach. Sollten sie genug Wert haben, genug Value. Guild Hall 2000, Next at 10.000. Also da müssen wir so richtig Value reinpumpen, um, wenn die jetzt nochmal ein Upgrade haben wollen quasi. Oh, was ist das denn hier alles nochmal? Surrounded by the Dwarves. To the selection of the Dwarf. Okay, to the position of Expedition Leader. Ja gut, okay. Das ist ein Male Dwarf, was? The Deity of Fortresses. Okay, Enot. Enot is laboring. Okay. Gypsum Weapon Rack. Ah, da haben wir direkt ein Bild von unserem neuen Artefakt. Sowas wird dann ganz gerne auch mal hier verewigt. Ne? So Artefakte, wenn sie hergestellt werden. Oder die Herstellung davon oder was auch immer. Da haben wir nochmal ein Bild von unserer Zivilisation, glaube ich. Also ich glaube, dass es unsere ist, vermute ich mal. Ein Bild von drei Barley. Okay. Ja, also habe ich ja schon mal erklärt. Also euer Engraver, ne? Zum Beispiel, wenn dieser Engraver jetzt hier, wenn der gerne Aprikosen mag, besteht eine gute Chance, dass dieser Engraver jetzt hier Bilder von Aprikosen auf dem Boden engraven wird, weil er mal halt Aprikosen. Ne? Ist irgendwo logisch. Deswegen nicht wundern, wenn ihr irgendwie komische Sachen engraved kriegt. Übrigens solltet ihr engraved kriegen, ein Bild des Engravers, wie jemanden umbringt. Dreimal dürft ihr raten, welcher Zwerg wahrscheinlich bald umgebracht werden wird in eurer Festung. Und auch von wem. Das soll auch schon mal vorgekommen sein. So nebenbei. Ein Well-Design Image von Baguette Cut Gems. Nela Sai mag anscheinend Baguette geformte Gems. Okay. Und hier haben wir zu guter Letzt, wobei wir haben noch zwei Bilder. Das hier und das da gleich noch. Hier haben wir einmal ein Bild einer von einer Large Roach. I'm not gonna judge that. Okay, und zu guter Letzt das letzte Bild. Das gucken wir uns noch eben an, warum nicht, würde ich sagen. Liebe Nela Sai, was hast du jetzt hier schönes engraved? Large Roaches. Sure thing, war geil. Sure thing. Okay. So. Hier hat ein Zwerg anscheinend seine Rope Reed Cap verloren oder liegen lassen, die anscheinend schon ein bisschen kaputt ist wahrscheinlich. Nee, ist sie nicht mal. Wer war das hier? Hör mal. Sepp Station. Der liebe Sepp Station, der lässt einfach seine Kappe hier liegen, hör mal. Ah, es ist ein Militärzwerg. Es kann sein, dass er sich gerade umgezogen hat, weil er irgendwie gerade wieder in seinen Militärdienst quasi eingezogen wurde zum Zeitpunkt. Ah, der Baum ist hier im Weg. Okay, den Baum müssen wir leider mal kurz wegfällen. Diesen Baum müssen wir leider mal kurz wegfällen. Hohe Priorität. Diesen Baum hier wieder. Diesen und keinen anderen. Oh, das ist ein hoher Baum. Nicht, dass mir hier eine Baumlandmine hier. Eine Baummine jetzt hier quasi reinpflanze mit diesem Baum hier. Ja, egal. Was soll's? Ich brauche, dass der Baum jetzt hier einmal weg muss. Das muss leider passieren. Der muss hier einmal weg. Okay, wieso? Okay. Sparring. Denn ich würde sagen, ich glaube, der Gang ist jetzt erstmal grundsätzlich so weit, dass wir den jetzt hier aufmachen können. Bevor wir den jetzt wirklich aufmachen, werde ich jetzt gleich einmal kurz die gelinkten Hebel. Davon ausgehen, dass die gelinkt sind. Wir müssen jetzt einmal beide testen, logischerweise. So, damit das Holz. Ich gucke mal kurz danach, ob wir jetzt hier eine Mine generiert haben, sag ich mal, in diesem Baum hier. Ich sehe jetzt hier aber kein Holz drin liegen. Deswegen, ich glaube, es hat soweit alles. Ist soweit alles glatt über die Bühne gegangen. Genau, so, wir werden jetzt einmal beide Hebel ziehen. Pull. Und pull, einfach nur um rauszufinden. Uiuiuiui. Huiuiuiui. Mach mich nicht schwach, Hammer. Mach mich nicht schwach, Zwergenkind. Das müssen wir leider mal kurz hier pausieren. Sorry. Liebes Zwergenkind, bitte mach mich. Oh nein. Wohin gehst du? Nein. Okay, alles gut. Alles gut. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Bist du von allen guten Geistern verlassen, Zwergenkind? Ja? Wer ist denn das hier überhaupt? Ist das hier jemand? Nee, das ist ein unbenannter Zwerg, okay. Keiner von euch. Also noch nicht. Wenn jetzt ein dummes Zwergenkind, also im wahrsten Sinne des Wortes, hier jetzt gleich reinrennt, ne? Also, dann sind wir Polen offen hier. So, sehr gut. Das funktioniert alles, wie ihr seht. Beide Brücken sind geraced. Das geht. Soweit alles. Ah, nicht Link, hoppala. Pull, genau. Wir machen jetzt erstmal die da hinten wieder auf. Wunderbar. Dann machen wir die hier vorne auf. Pull. Wunderbar. So, genau. Das geht soweit alles. Das heißt, wir können hier jederzeit zumachen. Das ist das Wichtige. Das Wichtigste dabei ist einfach, dass ihr zumachen könnt. Hier müssen auch noch keine Verteidigungsmaßnahmen drin sein. Das Wichtigste ist einfach wirklich, dass ihr einfach zumachen könnt. Um die Angreifer, die dann hier potenziell später noch reinkommen oder was, kann man sich später immer noch kümmern. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir das auf jeden Fall wieder zumachen können, bevor wir jetzt den Gang nach außen aufmachen. Genau, das haben wir jetzt nämlich auch gemacht. Und jetzt können wir den Gang nach außen theoretisch auch schon mal aufmachen. Logischerweise, wenn wir jetzt hier in der Ebene sind, ist das ganz einfach. Da gehen wir einfach hin und buddeln jetzt hier. Ich glaube, an der Stelle war das vorhin. Na, wenn jetzt hier unser Gang ist, hoppala. Wenn jetzt hier unser Gang ist, buddeln wir den jetzt hier einfach auf. Zack, fertig. Ne? Gang offen. Fertig. So einfach ist das.
Aber logischerweise bei diesem Gang ist es nicht ganz so einfach. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir jetzt hier an der richtigen Stelle runterbuddeln. Und zwar wollen wir bitte eine Ramp generieren. Digger Ramp with level going up. Nein. Digger Channel making a ramp on the level below. Das dürfte es sein. Oder wir machen das, das habe ich so noch nie probiert. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal beides aus. Wir diggen einfach mal eine Ramp on this level going up. Ne, da müssen wir, glaube ich, hier oben den Floor irgendwie entfernen, oder? Ich mache es einfach mal so, wie ich weiß, dass es funktioniert, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich schlauer. Ihr nehmt diesen Knopf hier. Digger Channel making a ramp on the level below. Also quasi dieses, diese Form. Also nicht hier das Dreieck, sondern das doppelte Dreiecks-Dingsbums. Das Viereck mit einem ausgeschnittenen Dreieck. Oder das Rechteck mit einem ausgeschnittenen Dreieck. Trigonometrie, mit mir, eurem Mathelehrer heute und so. Wie auch immer. Das nehmt ihr. Und so. Und dann gehen wir hin. Oder Geometrie vielmehr. Und dann buddeln wir das an der Stelle hin. Weil hier können wir keine. Also der Grund ist nämlich, dass nicht hier hin. Also, ne? Wie ihr seht, hier haben wir quasi schon offen gebuddelt. Kurz ein bisschen reinzoomen, so. So. Hier haben wir schon aufgebuddelt. Ne? Hier haben wir Clay Cavern Floor. Und wir buddeln die Ramp aber jetzt nicht hier hin, sondern wir buddeln die hier hin, quasi, auf der Ebene drüber, wenn wir jetzt hier gucken, seht ihr? Die buddeln wir hier hin. Und der Grund dafür ist ganz einfach, hier kann ich keine Ramp mehr hinbuddeln. Ne? Weil logischerweise, die Ramp, die entsteht auf dieser Ebene. Ne? Also wir haben quasi, die Rampe haben wir hier unten, die führt dann nach oben und die führt dann hier an die Oberfläche. Aber wenn ich die Ramp jetzt hier hinbuddeln will, dann, da ist ja nichts. Ne? Also hier ist Wand, das ist quasi hier massive Wand und die buddeln wir jetzt weg und dann haben wir so, anstatt Wand haben wir dann hier die Rampe. Und hier ist aber flach. Da müssten wir quasi das aufschütten. Das geht auch. Man kann, glaube ich, auch eine Ramp bauen. Genau, man kann auch eine Ramp bauen. Man könnte auch Stairs hinbauen. Aber man kann auch eine Ramp bauen. Ich mache es einfach mit einer Ramp. Ihr könnt auch Stairs hinbauen, wie gesagt, theoretisch gesehen. Aber da jetzt hier nichts mehr ist, müssen wir die Ramp quasi hier hinbauen. Das machen wir jetzt auch eben schnell. Und dann können unsere Angreifer da in Zukunft ganz fröhlich, locker flockig hier reinmarschieren. 1 und 2. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier eine Rampe nach unten. Man könnte sie eine eben runter gucken. Und wie ihr seht. Wie ihr seht, könnten wir jetzt wahrscheinlich den Haupteingang theoretisch hinzumachen und unsere Zweige dürften hier trotzdem nach wie vor von hier aus rein und rauskommen. Hier haben wir jetzt eine Clay Upward Slope und hier haben wir eine Clay Downward Slope von oben aus gesehen, logischerweise. Das heißt einfach, dass durch dieses kleine Loch hier im Boden können jetzt Angreifer reinmarschieren, in unseren Gang zum Beispiel. Was heißt in unseren Gang zum Beispiel? Also logischerweise, sie können nur in den Gang. Wo sollen sie sonst rein? Das ist ja sehr irgendwo logisch. Die können sie dann reinmarschieren und können dann hier lustige Abenteuer erleben in diesem Gang. Lustige Abenteuer, ja, genau. Ihr versteht, was ich meine. Gut, so. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr das versteht. Das ist quasi der Eingang. Hier kommen sie dann rein. Und dann können wir jederzeit mit diesen beiden Schaltern und Hebeln quasi steuern, was dann nicht sehr genau passiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, genug Angreifer. Und hier kommen noch mehr reingeströmt, dann machen wir einfach hier hinten zu. Und die hier drin kommen nicht mehr raus. Und dann machen wir kurz danach am besten erstmal hier zu. Beziehungsweise, das hier sollte eigentlich. Also die Strategie ist im Endeffekt folgende. Sagen wir es mal so. Die Strategie ist folgende. Ihr wollt eigentlich, solange es geht, beides offen halten, ja? Also wenn ihr euch sicher seid, ihr könnt quasi alle 20 bis 100, keine Ahnung wie viele Angreifer sind, oder 5 Angreifer, ne, egal wie viele sind, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt alle, dieser Gang kann alle eliminieren, dann lasst ihr einfach so lange offen, wie es geht, bis alle durch sind quasi. Die marschieren dann wirklich den ganzen Gang hier durch und wenn hier überall Fallen sind, dann marschieren die in eine Falle nach der nächsten, bis dann halt alle eingefangen sind oder gestorben sind, was auch immer. Das Problem ist halt, wenn ihr euch sicher seid, dass es zu viele Angreifer sind und die euch überwältigen würden, dann müsst ihr es ein bisschen abwägen und abwiegen. Ihr könnt theoretisch auch einfach hier zu machen. Wenn ihr hier zu macht, bricht aber das Pathfinding quasi ab, weil die quasi auf magische Zauberei, zauberhafte Weise, wissen die quasi, man könnte jetzt sagen, so, ja, das kann man erklären mit, keine Ahnung, die spüren den Luftzug der Höhle nicht mehr, die Höhlenluft bewegt sich nicht mehr und dem, was der Gang zu, keine Ahnung, whatever. Aber die wissen quasi, ne, also die künstliche Intelligenz, die ihnen dabei ist halt, der Gang ist zu, ne? Und die kommen dann nicht mehr weiter in diese Richtung, in Richtung eurer Festung. Wenn ihr also hier offen haltet, kommen die weiter diesen Gang runter. Ne? Also, so, nicht geradeaus, sondern ne, logischerweise, die schlängeln sich den Gang runter. Das Ding ist aber, ihr könnt quasi dieses Tor hier einfach prematurely zu machen, also schon vorher zu machen. Das heißt, wenn quasi, sagen wir mal, 15 Gegner sind hier reinmarschiert und 30 stehen noch draußen, dann macht ihr einfach zu, wenn die 15 hier drin sind. Und die werden dann noch eine Zeit lang wahrscheinlich weiter geradeaus in den Gang runtermarschieren. Das Problem ist nur folgendes. Es gibt in der Regel einen Hauptmann, oder oftmals gibt es einen Hauptmann mit diesen Angriffen. Und wenn ihr den Hauptmann quasi außen aussperrt, dann werden die zwar noch ein Stückchen weit hier reinlaufen, werden aber relativ schnell merken, oh, hör mal, der Hauptmann, der kommt gar nicht mit. Der steht irgendwie noch, wir haben keine Befehle mehr, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und bleiben dann in der Regel einfach an dieser Tür hier stehen. Auch wenn ihr hier offen habt teilweise. Ja, deswegen müsst ihr immer versuchen, dass ihr entweder den Hauptmann mit reinkriegt oder halt, wie gesagt, ihr guckt, dass die hier schon in ein paar Fallen reintreten oder was auch immer. Oder, also, gefangen werden, sterben, was auch immer. Und dann müsst ihr den Rest halt wegcleanen mit euren Ranged
Zwergen, also mit euren Crossbow-Zwergen oder Nahkampfzwergen, die ihr dann hier entsprechend reinschickt oder was auch sonst immer. Aber ihr könnt halt hiermit auf jeden Fall effektiv steuern. Also das zu erklären ist jetzt, ich glaube, es klingt einfach komplizierter, als es letztendlich ist. Wenn ihr dann die ersten paar Angriffe gehabt habt und ein bisschen Übung habt damit, wie man das Ganze bedient, werdet ihr relativ schnell merken, wie das funktioniert. Also es klingt schwieriger, als es ist. Im Endeffekt, ihr müsst einfach nur gucken, dass hier ein paar Gegner reinkommen. Und zur Not macht ihr einfach beides einfach sofort zu. Es ist nicht so dramatisch. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr hier dann quasi, wenn es zu viele sind, macht ihr einfach erstmal hier zu. Wartet, dass die nur ein Stückchen weiter reinlaufen und sich dann hier in den Fallen selbst massakrieren, in der Regel. Und dann macht ihr auch hier in der Regel einfach zu. Oder ihr macht einfach beide direkt zu. Ihr könnt da selber ein bisschen rumexperimentieren. Es ist kein Hexenwerk, es ist nicht so schwierig. Umso länger der Gang ist, umso mehr Fehler könnt ihr dabei im Endeffekt auch machen. Denn logischerweise, wenn der Gang hier richtig, richtig lang ist, ich meine, der hier ist auch schon relativ lang, aber wenn jetzt zum Beispiel nur doppelt so lang sein sollte, dann. Ne, also logischerweise, umso länger der Gang ist, umso mehr Zeit habt ihr jetzt hier zur Not, um zur Not das letzte Tor noch schnell zuzumachen. Logischerweise. Und ja. Gut, so, damit haben wir jetzt den Eingang. Ich habe euch grob erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Ich würde sagen, ich unpause mal kurz. Und wir werden jetzt hingehen und machen Folgendes. Und wir beginnen nämlich jetzt mit den Traps. Oder ich gehe noch kurz auf Pause, würde ich sagen. Tatsächlich. Es gibt verschiedene Traps, die ihr seht. Es gibt, es gibt auch noch ganz andere Traps. Also man kann quasi auch noch selber Traps bauen. Man kann theoretisch auch hier quasi den Boden zuspammen mit Bridges, also mit solchen Brücken hier. Und kann die dann quasi so seitlich orientieren. Habt dann hier vielleicht noch so einen langen Schacht, der irgendwo hinführt in eine lustige Kammer des Spaßes für eure Angreifer, die besonders spaßig ist. Und dann schleudert ihr die quasi hier vor die Wand. Ne? Also quasi hier ist die Brücke. Und ihr schleudert die dann hier so vor diese Wand. Also müsst ihr euch vorstellen, hier ist quasi ein Drop. Ne? Also hier fallen die quasi runter. Die werden hier rüber geschleudert, fliegen hier gegen die Wand, schlagen da auf. Das macht schon mal Aua. Dann fallen die vielleicht so, weiß ich nicht, 20, 30 Z-Level runter. Und sterben dann entweder oder sind schwer verwundet. Und dann leben die da. Ne? Also ihr baut dann vielleicht eine schön lustige, kleine, spaßige, kleine Nebenfestung für die. Droppt den vielleicht zwischendurch schon mal Essen und Trinken runter oder so. Und dann leben die da oder vielleicht, was auch immer ihr dann mit denen vorhabt. Ja? Also da gibt es viele lustige Dinge, die man in diesem Spiel machen kann, die mit der Genfer Konvention wahrscheinlich nicht übereinkommen würden in echt, aber in diesem Spiel gibt es diese Konvention nicht, deswegen kann man viele lustige Dinge mit seinen Freunden, aka Kriegsgefangenen und so weiter machen, deswegen, ja, ne? Und so, also, es gibt da keine Grenzen, was man für lustige Dinge so treiben kann mit Angreifen. Aber ja, das kann man zum Beispiel machen. Man kann auch für Cave-Ins sorgen, indem man hier oben drüber quasi so eine Art Cave-In-Falle baut, wo man dann quasi so eine einzelne Teil hat, also man baut quasi, dann man wird quasi hingehen und wird quasi hier in Form des Ganges quasi, ne, also wenn wir jetzt hier, wir sind zum Beispiel jetzt hier bei diesem Stück jetzt so als Beispiel, wir würden jetzt hingehen, würden sagen, das hier ist quasi unsere Cave-In-Trap, dann gehen wir halt hin und buddeln das Ganze so aus, ne, und dann zu guter Letzt, wenn das hier, wenn wir wollen, dass das Ganze dann einbricht, sagen wir einfach, wir channeln quasi diese Teile weg, beziehungsweise wir channeln das hier quasi alles, also wir sorgen quasi einfach dafür, dass, ne? Dass wir quasi nur ein Verbindungsstück haben von diesem Stückchen hier über dem Gang. So an dieser Stelle jetzt hier zum Beispiel. Oder vielleicht auch über dem ganzen Gang. Wir können den ganzen Gang auch einfach einstürzen lassen. Und sagen dann so, jo, lieber Bauarbeiter, Minenarbeiter-Zwerg, du baust jetzt hier das letzte Stückchen ab. Das letzte Verbindungsstückchen baust du jetzt ab. Und dann bricht quasi alles von oben runter und erschlägt alles und jeden. Ganz erbärmlich und ganz brutal. Und dann sind alle tot. Und die Zwerge freuen sich, weil ein weiterer Angriff erfolgreich abgewehrt wurde. Das sind Fallen, die man auch bauen kann. Aber ich werde wahrscheinlich die simpelsten Fallen erstmal bauen. Das sind Cage-Traps. Die sind simpel und effektiv. Man kann fast alles darin einfangen, bis auf fliegende Kreaturen in der Regel. Die können dann nämlich logischerweise rüberfliegen einfach über die Cages. Aber alles, was quasi über den Boden läuft, oder fast alles zumindest, selbst Bronzekolosse oder so riesige Viecher, die treten da drauf und sind dann eingefangen in einem Käfig. Macht nicht unbedingt mega Sinn bei so einem riesen Viech, aber ne? Was anderes, was ich zum Beispiel auch noch gebaut habe, ist eine Upright Weapon Spike Trap. Das habe ich in meiner Off-Camera-Festung zum Beispiel gebaut. Ist aber, würde ich euch persönlich von abraten, das zu bauen. Da müsst ihr dann eine Pressure Plate daneben bauen. Die müsst ihr dann auch noch konfigurieren, dass die wirklich nur auf Feinde quasi anspringt. Die treten dann quasi da drauf, auf diese Druckplatte quasi. Beim Reinmarschieren die Druckplatte so, yo, das ist ein Feind. Dann gehen die halt quasi noch ein Feld weiter und ihr habt das dann verlinkt mit eurer Spike Trap quasi. Und dann schießen so Speere aus dem Boden und ne, dann gibt Goblin-Schaschlik und so. Aber das Ding ist, die Sperre können kaputt gehen. Und deswegen ist die etwas aufwendiger, diese Falle. Ja, etwas mehr High Maintenance, sage ich mal. Weil ihr dann zwischendurch immer wieder mal die Sperre setzen müsst. Zumindest ich muss das machen, weil ich habe auch irgendwie Holzsperre nur benutzt, weil, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht irgendwie wertvolle Stahlsperre extra nur dafür herstellen und dann, keine Ahnung, die dann dafür verbraten quasi, mein Stahl. Deswegen habe ich das mit Holzsperren, glaube ich, größtenteils gemacht. Die gehen relativ schnell kaputt. Ich würde euch einfach zu Cage Traps raten und alles, was ihr jetzt einfach machen müsst, ist einfach, ihr geht hin, geht hier auf Cage, also, ne, hier, da, Baumenü, Traps,
Cage, also das hab ich auch schon mal alles erklärt hier für die Cage Traps im Haupteingang, und dann geht jetzt einfach hin und spammt das Ganze zu mit Cage Traps im Endeffekt. Jede Cage Trap, und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ihr am besten guckt, dass ihr zum einen automatisch leere Cages herstellt oder Cages herstellt, wenn ihr keine leeren mehr habt, und Mechanismen herstellt. Jede Cage Trap braucht nämlich jetzt hier einen Mechanismus, um sie zu bauen, wie ihr seht. Zack, so. Und nachdem sie gebaut wurde, werden die automatisch mit Cages bestückt quasi. Und logischerweise braucht jede Cage Trap dann einen Cage. Riesige Revelation-Überraschung. Ich weiß, damit hätte wieder niemand gerechnet, dass man einen Cage für eine Cage Trap braucht. Ja. Aber ja, so funktioniert das Ganze. Und ihr seht, Maschinen sind unsere Zeug auch schon alle los und bringen jetzt wahrscheinlich die Mechanismen an. Aber ja, ich glaube fast, ich gucke gerade, wir haben schon wieder eine Stunde Aufnahmezeit zusammen. Es ist heute eigentlich auch schon wieder verdammt spät. Ich hoffe, ich kriege das alles noch gerendert und hochgeladen morgen rechtzeitig. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es ist. Ja, es sieht nicht so mega gut aus zeitlich, sag ich mal. Oh, wir haben noch einen Handelscover, ne? Ah, machen wir das heute noch? Wisst ihr was? Das machen wir im nächsten Part. Wie gesagt, ich muss das Ganze gleich noch rendern alles. Das wird sich gleich wieder um Stunden handeln. Also ich muss da nicht aktiv beisitzen oder so, aber. Es dauert einfach lange und irgendwann muss ich schlafen gehen, logischerweise. Wie jeder normale andere Mensch auch. Wer hätte damit gerechnet? Wie auch immer, deswegen würde ich sagen, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, um es jetzt hier zu callen. Ich glaube, wir haben unseren Angriffsverteidigungs-Invader, was auch immer, gegangen. Den haben wir soweit schon mal ganz gut vorangebracht, vorangetrieben. Der ist noch nicht ganz fertig, aber ja, ich habe euch alle wichtigen Konzepte schon mal erklärt. Und grundsätzlich ist er quasi fertig. Was ich jetzt noch machen werde, ist vielleicht schon mal hier zu designaten, dass das Ganze bitte schon mal gesmooth werden soll, bevor ich es später vergesse. Und dann können wir das einfach erstmal vergessen quasi. Und das wird dann einfach gemacht. Ihr könnt übrigens auch ruhig über eure gebauten Fortifications drüber designieren, dass die gesmoothed werden sollen. Die kann man weder smoothen noch engraven noch sonst irgendwas. Das ist ein weiterer Nachteil übrigens an gebauten Wänden. Man kann gebaute Wände nicht engraven. Ja, also eine selbstgebaute Wand, wie zum Beispiel diese hier. Hier diese, okay, das ist eine Lok aus Holz. Die habe ich aus Holz gebaut. Nicht das beste Beispiel, aber stellt euch vor, die wäre aus Stein. Die können wir nicht engraven, die können wir auch nicht fortifizieren. Ganz was Neues, man kann diese Wände anscheinend doch engraven. Ich laber anscheinend gerade komplett im Müll. Seit wann geht das denn? Das ist aber neu, glaube ich. Ich meine, das ging lange nicht. Also, als ich angefangen habe zu spielen, bin ich mir relativ sicher, ging das nicht. Anscheinend geht das mittlerweile. Gut zu wissen. Wo sind hier meine... Ah, okay. Jetzt werden sie angezeigt. So. Anscheinend geht das mittlerweile. Ich bin mir relativ sicher, als ich damals angefangen habe, Dwarf Fortress zu spielen, konnte man selbstgebaute Wände nicht engraven. Anscheinend geht es mittlerweile. Ja, cool. Okay, wusste ich nicht. Also die kamen anscheinend auch in Grave mittlerweile. Dann nehme ich dieses Statement zurück. Anscheinend geht das. Gut zu wissen. Ja, wieder mal was dazugelernt. Aber es hat sich anscheinend geändert. Da ist mein Wissen anscheinend outdated gewesen, sag ich mal. Aber gut. Ja, das wär's das heutige Video. Im nächsten Part kriegen wir dann hoffentlich ein bisschen Glas von dieser menschlichen Handelskarawane, die jetzt hier gerade eingetroffen ist. Das wäre natürlich mega cool. Dann könnten wir nämlich rausfinden, was zur Hölle es auf sich hat mit diesem komischen Instrument, das ein Glasplektrum braucht, ein Plektrum aus Glas braucht, ja, ein Glasplektrum bei Seiten aus Metall. Ich bin immer noch gespannt, was das für ein Gitarren, Bass, was auch immer mäßiges Instrument sein soll. Sehr gespannt. Aber ja, ich würde sagen, das wär's das heutige Video. Ich hoffe, ich konnte euch, weiterhelfen, unterhalten. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt vielleicht. Ich habe auf jeden Fall gerade was Neues dazugelernt, das mit dem, kann man Fortifications engraven? Das würde mich jetzt immer interessieren. Nee, das geht nicht. Das macht aber auch Sinn. Weil Fortifications sind quasi nicht einfach nur simple Wände, sondern sind halt die kann man logisch. Ich glaube, man kann auch diese Fortifications, die man jetzt hier quasi reingekauft hat, die kann man, glaube ich, auch nicht mehr entfernen. Logischerweise, weil wir haben dann schon die Löcher reingemacht und so. Deswegen macht Sinn, dass man das nicht engraven kann. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Aber anscheinend kann man normale Wände engraven. Also wie gesagt, ich habe zu uns dazu gelernt. Ich würde mich freuen, wenn ich auch euch helfen konnte und euch hier was mitgeben konnte mit dem heutigen Video natürlich. Das ist logischerweise immer mein Ziel. Ich sehe gerade, wir haben hier so eine hässliche Doppelwand. Ah, ich bin echt unglücklich mit dem optischen Design von diesem Gang hier, ne? Also, ich weiß nicht, vielleicht bauen wir das so ein bisschen um. Mal schauen. Wie auch immer, das wär's. Also, vielleicht werde ich hier noch so eine. Ne? Vielleicht werde ich das hier noch assignen, dann ist die Reihe jetzt hier auch noch weg und dann sieht es optisch noch ein bisschen mehr was aus oder so. Ich weiß noch nicht genau. Mal schauen. Das werde ich mir noch überlegen. Aber ich würde sagen. Oder wir machen das so. So machen wir das vielleicht. So wäre das doch was. Haben wir hier so einen kleinen Tür quasi, einen Türrahmen. Ja, das können wir mir vorstellen. So machen wir das vielleicht, ich weiß noch nicht genau. Gut, aber ich würde sagen, das wäre es für das heutige Video erstmal an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Lasst mir lieben gerne auch etwas Hilfe, etwas Support da, falls ich euch helfen konnte, in Form von einem Abo oder auch Likes und Kommentaren oder nichts dergleichen oder Kombination davon, wie auch immer. Solltet ihr mir schon ein Abo da gelassen haben, könnt ihr uns lieben gerne natürlich auch auf die Glocke klicken für Upload-Benachrichtigungen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann kommt in Zukunft immer schon Benachrichtigungen für neue Uploads. Online gehen, ich weiß, riesige Revelations, dass man damit Benachrichtigungen kriegt, wenn man auf Benachrichtigung aktivieren klickt.
Aber ja, ich würde sagen, das wäre es für das heutige Video. Ich wünsche euch einen schönen Resttag, macht noch was Schönes, baut euch einen schönen kleinen Invader-Verteidigungsgang hier, wie ich. Also, er ist noch nicht ganz fertig, aber das Konzept habe ich, glaube ich, verständlich rübergebracht. Hoffe ich mal. Und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.